Das ist ein Tutorial zum Thema Spider Control HMI Editor Version 8 zum Thema Rezepturen. In einer SPS gibt es einen Satz von Variablen, welche zum Beispiel als Sollwerte für einen bestimmten Produktionsschritt dienen. Diesen Datensatz möchte man auf ein File abspeichern. Dazu erstellt man ein sogenanntes Template CSV-File, wo alle Variablen aufgelistet sind, welche gespeichert werden sollen. Aktiviert man die Speichern-Funktion, so wird ein Rezept-File unter einem gewünschten Namen abgelegt. Für einen weiteren Parametersatz speichert man ein zweites Rezept-File, in welchem Variablen dann einen anderen Wert haben. So kann man später einen einmal gespeicherten Parametersatz wieder zurück in die SPS laden. Nehmen wir also unser Demo-Projekt mit einem Treiber auf eine Simatic S7 und fügen das Control ein. In dieser View haben wir nun drei Datenpunkte von der S7, PLC0, DBW1, DBW0, DBW2 und DBW4. Wir möchten nun diese Datenpunkte in eine Rezeptur einfügen. Das heißt, wir gehen hier auf Recipes. Wir haben schon ein File da bereit. Wir editieren dieses File und können hier nun neue Datenpunkte hinzufügen. Also ich entferne ein, mache diesen nochmal hinzu. PLC0 Doppelpunkt DB1.DBP4. Wenn Sie eine Variablenliste importiert haben, können Sie die auch von hier beziehen und den Variablennamen direkt einfügen. Wir gehen zurück auf die View und fügen hier nun das Rezeptmakro ein. Das finden wir hier in dieser Auswahl. Wählen den Rezeptmanager, fügen das Objekt ein, nennen unser Rezeptfile Template 1.csv. Das ist das, was wir gerade definiert haben. Bringen das Objekt auf eine passende Größe und kompilieren das Projekt und schicken es auf das Target. Damit können wir die Visualisierung neu laden und wir können nun die Werte von diesen drei SPS speichern. Wir machen ein Rezept Nummer 1 und speichern die Werte in dem Recipe 1. Wir hätten einen zweiten Satz von Variablen. 2 und würden das speichern unter Recipe 2 speichern. Wir können nun das erste Rezept auswählen und die Werte zurücklesen. Oder ich schreibe die auf 0 und lese das zweite Rezept zurück. Upload File to PLC und er holt diese Werte. Die Daten werden, wie gesagt, im Verzeichnis des Webservers, also unter www.hmi-files, verwaltet. Da ist das Template, wird automatisch hierhin kopiert und die Rezepturen, die wir hier anlegen.